Willkommen ins Paranormalen und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über Spooky Shit und machen Spooky Shit. Also wenn dich das interessiert, lass ein Abo da. Leute, ich habe einen neuen Warren-Fall gefunden. Also wirklich für mich komplett neu. Ich habe von diesem Fall noch nie etwas gehört. Und das sage ich. Ich. Die Warrens wirklich schon sehr, sehr lange und intensiv verfolgt. Anyway, vielleicht habt ihr von diesem Fall auch noch nicht gehört, denn ich glaube, der ist gar nicht mal so bekannt. Aber an dieser Stelle auch eine kurze Triggerwarnung. Also es geht heute nicht nur um schwarze Augen, blutige Tränen und sonstigem dämonischen Shit, sondern es geht auch um Gewalt und sexuellen Missbrauch. Also wenn du mit solchen Themen Probleme hast, ist dieses Video vielleicht nichts für dich, dann schau gerne nächste Woche wieder bei mir vorbei. Ich wollte es nur gesagt haben an der Stelle. Des Weiteren eine sehr verstörende Geschichte. Also da habe ich schon des Öfteren mal geschluckt, als ich das gelesen und gehört habe. Es gibt auch ein Footage von dem Exorzismus von unserer heutigen Hauptfigur, nenne ich es mal. Ich packe die unten in die Infobox rein, weil ich die jetzt nicht ins Video machen wollte, weil es irgendwie doch ein bisschen verstörend ist. Wenn man vielleicht ein bisschen leicht beseitet ist. Sagt man so, oder beseitet? Ja, ja. Beseitet? Anyway. Also würde ich sagen, wir labern nicht weiter drum rum. Macht euch einen Tee, kuschelt euch eine Decke ein. Jetzt wird's spooky. Wirklich spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? So, es geht heute um einen Mann namens Maurice Thirault. So, und er hat einen sehr starken französischen Akzent, weswegen er im Laufe der Geschichte als Frenchie bekannt wird. Klingelt bei dem Namen irgendwas? Der ein oder andere wird es vielleicht jetzt so ein bisschen in Verbindung mit The Nun bringen. Denn die Conjuring-Reihe, also das Conjuring-Universum, hat diesen Fall noch nicht aufgegriffen. Aber es gibt eine dezente Anspielung, und zwar in The Nun. Da ist Maurice nämlich auch mit dabei, denn der wird im zweiten Teil auch eine sehr dominante Rolle in diesem Film haben. Aber ich spoilere hier nicht, falls ihr den Film noch sehen wollt. Der zweite ist übrigens sehr, sehr sehenswert, finde ich. Besser als der erste. Also, unser Maurice wurde am 26. März 1953 geboren. Und er wuchs in einem sehr religiösen, kleineren Dorf namens Fort Kent auf, in Maine. Und er war der älteste von 15 Kindern. Let that sink in. Er hatte auch nicht die schönste Kindheit leider, also sein Vater namens Maxime wurde vor allem seiner Mutter und ihm gegenüber sehr handgreiflich und auch missbräuchlich. Und sein Vater war ein absoluter Psycho, wie es im Buche steht. Also ich will das gar nicht weiter ausführen, aber Sex mit Tieren wurde da auch vollzogen, also solche Geschichten, also komplett kranker Mensch. Sie hatten eine Farm und Maurice musste da sehr, sehr hart für arbeiten. Er verpasste auch die Schule deswegen und mit 15 Jahren nahm Maxime ihn dann auch aus der Schule raus, damit er auf der Farm noch härter arbeiten konnte. Aber Maurice wollte das eigentlich alles gar nicht. Er sagte auch häufig so Sachen wie, ich würde lieber für den Teufel arbeiten als für dich. Und da es Maurice in dieser Zeit sehr, sehr schlecht ging, wandte er sich auch der Religion zu und betete sehr häufig. Maurice war sehr einsam, er hatte keine Freunde und er wurde auch depressiv. Dadurch, dass er nicht die gewünschte Hilfe von Gott erhielt, wandte er sich bald darauf der dunklen Seite zu und bat jetzt nicht Gott um Hilfe, sondern den Teufel. Man sagte ihm auch schwarze Magie nach. Was da dran ist, kann ich euch allerdings nicht sagen. Mit 18 wollte er dann auch endlich den Absprung von zu Hause schaffen und wollte ins Militär, aber auch das wusste Maxime zu verhindern. Und Maurice blieb schließlich 3 weitere lange Jahre bei der Familie, bis er dann mit 21 endlich von zu Hause wegging. Er zog durchs Land, arbeitete mal hier, mal da und er lernte dann auch seine erste Frau namens Christine kennen. Mit ihr bekam er dann auch 3 Kinder, aber im Laufe der Zeit bemerkte man immer mehr, dass mit Maurice irgendwie irgendwas nicht stimmte. Er fühlte sich zum Beispiel sehr, sehr unwohl in der Nähe von religiösen Gegenständen. Ja, ja, so fängt es immer an. Eines Tages hatten Maurice und Christine einen riesigen Streit und daraufhin soll das Kreuz, was an der Wand hing, zu bluten angefangen haben. Aber für Maurice schien das so eine alltägliche Sache geworden zu sein, denn er hat einfach nur gesagt, ignoriere das, als wäre das so nichts. Dies wurde allerdings jetzt irgendwie zu einem normalen Phänomen. Also immer wenn die beiden sich zu streiten anfingen, fing auch das Kreuz an zu bluten. Nach einem Jahr trennten sie sich dann endlich voneinander und Frenchie zog weiter durchs Land. 1972 bekam er 5 Jahre Gefängnisstrafe, weil er sich selbst stellte wegen sexuellem Kindesmissbrauch. Irgendwann darauf lernte er seine zweite Frau namens Erica kennen, die von all dem nichts wusste. Sie wusste nichts von diesen ganzen seltsamen paranormalen Phänomenen, gar nichts. Aber auch in dieser Ehe kam das natürlich wieder und Erica bemerkte dann zum Beispiel immer öfter, dass Maurice in einer Art Trance-Zustand war und
Als er wieder zu sich kam, wusste er von all dem nichts mehr. Eines Tages war der gemeinsame Hund tot. Maurice sagte, dieser wurde überfahren, aber Erica fand bald darauf eine blutige Axt. Also, ja, sie hat auch gesehen, wie Maurice die Pferde schlug. Allerdings bestritt er das, obwohl Erica direkt daneben gewesen war. Also ganz skurril. Auch Erica trennte sich daraufhin von ihm und er zog wieder weiter durchs Land. 1979 lernte er dann auch seine dritte und letzte Frau namens Nancy kennen, als sie zusammen auf einer Farm arbeiteten. Sie kauften sich zusammen eine Farm in Rowan. Aber auch hier ließen die Vorfälle wirklich nicht lange auf sich warten. Nancy wollte zum Beispiel über das neue Land beten, als sie das neue gekauft hatten, und Maurice war darüber gar nicht amüsiert, der ist komplett ausgerastet, als sie das gemacht hat. Er reißt ihr daraufhin das Kreuz aus der Hand und wirft sie zu Boden und danach weiß er wieder nichts davon. Ich weiß ja nicht, aber für mich klingt das so ein bisschen nach, ich baue Scheiße und blame eine Trance oder eine Besessenheit. Schauen wir weiter in den Fall. 1981 bekam Maurice dann sehr schlechte Nachrichten. Sein Vater hat erst seine Mutter und dann sich selber erschossen. Was hier allerdings sehr, sehr seltsam ist, eine Nacht bevor das passiert ist, hatte Maurice einen sehr, sehr merkwürdigen Traum. Und zwar war dieser Albtraum aus der Perspektive von Maxime, also Maurice' Vater, in dem er auf Latein geredet hat und auch in einer ganz anderen Stimme, so als wäre es gar nicht wirklich er. Und er sprach dann sowas wie, dass er sie töten würde, so wie den Wurm, den sie jahrelang benutzt haben, und dass sie ihren Sohn bald sehen würde. Ach ja, und We are the Devil sagt er auch noch. Also, das war ein merkwürdiger Traum. Maurice war auch eigentlich sehr beliebt in der Nachbarschaft. Also, jeder bezeichnete ihn eigentlich als freundlich und er war einfach nur als der nette Tomatenanbauer mit einem französischen Akzent bekannt. Aber er hatte halt sehr, sehr starke Wutausbrüche. Ab 1984 wurde dann alles sehr, sehr viel schlimmer. Denn auf der Farm ist zum Beispiel dreimal random irgendwo Feuer ausgebrochen, was sich kein Mensch erklären konnte. Einmal sogar im Kinderzimmer von der Tochter von Nancy. Maurice ist immer öfter in diesen Trancezuständen und weiß danach nichts mehr. Er steht zum Beispiel nachts regelmäßig vor Nancys Bett und starrt sie an. Und jetzt wird's super creepy, weil das ist nicht das Einzige, was um Maurice rum passiert. Er fängt jetzt teilweise an, aus den Augen zu bluten. Oder es bilden sich einfach Kreuze auf seinem Rücken. Auch hatte Nancy immer mehr das Gefühl, dass Maurice scheinbar an zwei Orten gleichzeitig war. Zum Beispiel sah sie ihn in einem Raum im Haus, aber er kam dann zur Haustür rein und bestritt, gerade in dem Haus gewesen zu sein. Das ist echt so Skinwalker-Doppelgänger-Shit hier. Objekte flogen wohl unerklärlich durch die Gegend in Maurice seiner Nähe. Und die Nachbarn bemerken eigenartige Stimmen, die von ihm ausgehen, die aber zu niemandem gehören zu scheinen. Die zu niemandem gehören. Und ratlos und verzweifelt bringt Nancy ihn dann letzten Endes ins Krankenhaus. Die Ärzte finden nichts, er sei körperlich gesund, er sei psychisch gesund, nichts. Aber Maurice ist noch nicht fertig mit seinem Gruseligsein, denn er spricht jetzt nicht nur Latein, eine Sprache, die er niemals gelernt hatte, sondern er spricht die auch noch rückwärts. Girl, run. Nancy ist komplett verzweifelt und weiß nicht, was sie machen soll, nachdem das Krankenhaus nichts gefunden hat, und schaltet jetzt einen Pater namens Boyer ein, der wiederum Ed und Lorraine dazu holt. In der Zwischenzeit geht Maurice auf die Polizeiwache und gibt seine ganzen Waffen ab und sagt der Polizei, wenn ich wieder in dieses Polizeirevier komme und nach meinen Waffen verlange, gebt sie mir nicht, denn ich sehe vielleicht wie ich aus, aber ich bin's nicht. Das ist schon echt creepy, Mann. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Information machen würde, wenn ich der Polizist wäre. Und das finde ich auch super gruselig, diese Vorstellung. Nancy ruft ein paar Tage später die Polizei an und sagt, sie müssen unbedingt kommen. Als die Polizei kommt, sieht Maurice auf einem Stuhl in der Küche vor, mit einem leeren Blick, Blut im Bad. Und Nancy berichtet, dass sie ihn im Bad gefunden hat, in einer Pfütze Blut, in einer Fötusstellung, mit einem unmenschlichen Grinsen. Alter, allein die Vorstellung, ne? Die Polizei glaubt natürlich jetzt erstmal nicht an Paranormales, natürlich nicht. Und unterstellen Nancy jetzt erstmal, dass sie ihn vielleicht verletzt hat. Sie streitet das ab. Woraufhin die Polizei Zeuge wird, wie Blut aus Maurice' Augen kommt und sich umgedrehte Kreuze auf seinem Rücken bilden. Nancy berichtet der Polizei von weiteren paranormalen Phänomenen, die letzten Tage und Wochen stattfand, zum Beispiel, dass Maurice durch die Luft gehoben und durch den Raum geschleudert worden ist von einem unsichtbaren Wesen, dass sich sein Gesicht teilweise zu so einer dämonischen Fratze veränderte und dass er den Traktor zum Beispiel mit nur einer Hand hochgehoben hat. Im Februar 1985 ist es dann auch endlich soweit. Ed und Lorraine kommen und schauen sich den Fall an. Und auch sie sehen dieses Blut, was von Maurice' Augen kommt. Sie werden Zeuge, wie sich seine Stimmung von jetzt auf gleich in
Extreme verlagert oder auch Gegenstände, die einfach ohne Erklärung durch die Luft fliegen. Die Warrens nehmen an, dass vielleicht das Grundstück schuld sein könnte, also dass das irgendwie heimgesucht wird. Aber Maurice berichtet dann eben von einigen Sachen, wie zum Beispiel, dass er gesagt hatte damals, ich würde lieber für den Teufel arbeiten als für dich. Und hatte da ein bisschen Angst, dass er seine Seele irgendwie an den Teufel verkauft haben könnte. Und es war dann schnell klar, dass es nicht am Grundstück lag, sondern eben an Maurice und an seiner Besessenheit. Die Warrens wollten einen Exorzismus veranlassen, aber die Kirche sagte, nope, gibt es nicht. Allerdings gab es einen Priester namens Harrington, der öfter kam und mit Maurice betete und segnete und keine Ahnung was. Aber ein Exorzismus blieb erstmal aus. Die Warrens sagten Harrington so, ey, wenn wir keinen Exorzismus genehmigt bekommen, machen wir es ohne euer Einverständnis, weil Nancy ist hier wirklich in Gefahr. Eines Nachts, als Nancy betete zum Beispiel, fühlte sie, wie sie gewürgt wird, aber niemand fasste sie an, also es war niemand da. Und als sie dann fast ohnmächtig war und zum Bett rüber schaute, sah sie, wie Maurice einfach da sitzte und ganz unmenschlich grinste. Das ist so unheimlich, ne? Ed und Lorraine reicht das Ganze. Sie kontaktieren einen Priester, der auch schon öfter mit denen zusammengearbeitet hat und den wir auch schon von anderen Fällen kennen, nämlich McKenna. Am 2. Mai 1985 machte er dann auch einen Exorzismus mit Maurice. Als McKenna dann mit Beten anfängt, bluten Maurice Augen, man hört Klopfen und Poltern aus leeren Zimmern, die scheinbar lauter waren als das Gebet. Man nahm auch Stimmen wahr, Kreuze bildeten sich auf Maurice Händen. Er rollte mit den Augen zurück und schrie ganz, ganz animalisch. Maurice' Gesicht schien auch einfach absolut gar nicht mehr menschlich. Seine Nase blutete auch und seine eine Gesichtshälfte warf wohl Blasen. Also super verstörende Vorstellung einfach. McKenna befahl dem Dämon, sich zu erkennen zu geben, woraufhin Maurice Pupillen sich zu Schlitzen verengten, also wie so ein Reptil, und er nur sagte, I am what I am the legend of evil. Danach fiel er auf den Boden, seine Wunden begannen bereits zu heilen und er ist aufgewacht wie aus einer Trance oder wie aus einem Schlaf und sein Gesicht war auf einmal auch wieder menschlich. Also der Exorzismus hat geholfen, allerdings war es noch nicht vorbei. Natürlich nicht, es muss immer noch was kommen. Die Familie wollte einfach nur noch ein normales Leben führen und das alles vergessen. Sie zogen in einen kleinen Nebenort, wo man sie nicht kannte und man nicht über sie redete. Aber der Fall hat schon die Runde gemacht, denn die Presse hat das schon aufgeschnappt natürlich und es wurde auch ein Buch geschrieben, welches 1990 veröffentlicht wurde mit dem Titel Satan's Harvest von Michael Lazzalandra und einem Reporter namens Mark Miranda. Die haben nämlich zusammen mit den Warrens, Nancy und der Polizei eben diese ganzen Ereignisse festgehalten in diesem Buch. Die Stieftochter von Maurice namens Jenny beschuldigte ihn der Vergewaltigung. Allerdings bekam er keine Strafe dafür, denn er gab an dämonische Besessenheit. Und auch Jenny sagte wohl kurz darauf, dass es nicht Maurice gewesen sei, sondern er nur aussah wie Maurice. Ich bin sehr skeptisch, was das angeht. Nancy und Maurice blieben noch weitere 7 Jahre zusammen, aber im Jahr 1992 ging dann alles von vorne los. Maurice bedrohte jetzt nicht nur Nancy, sondern auch die Nachbarn und Nancy ließ sich scheiden. Im Oktober 1992 wurde auch eine einstweilige Verfügung gegen Maurice erwirkt. Aber da endet unsere Geschichte leider noch nicht, denn es hat noch ein tragisches Ende. Am 3. November 1992 bricht Maurice in das Haus von Nancy ein und wartet dort auf sie. Zuvor hat er die Telefonleitungen gekappt. Als Nancy nach Hause kommt, haben sie eine Auseinandersetzung, Nancy versucht zu fliehen und Maurice schießt auf sie. Zum Glück, in Anführungszeichen, hatte er sie nur in Schulter und Torso getroffen. Er zog sie allerdings, bevor Hilfe kommen konnte, ins Haus zurück und schob sich das Gewehr in den Mund. Nancy überlebte, sie wurde ins Krankenhaus gebracht und versorgt. Allerdings sagt sie aus, bevor Maurice abgedrückt hat, sah es so aus, als würde er mit sich selber, beziehungsweise besser gesagt mit etwas in sich selber kämpfen, bevor er dann schließlich abgedrückt hat. Also hatte sich hier beinahe der grausame Mord, den einige Jahre zuvor sein Vater verübt hatte, hier wiederholt. Viele Menschen, einschließlich der Warrens, sind davon überzeugt, und zwar zu 100%, dass Maurice wirklich besessen war von etwas Bösem. Aber es gibt auch Leute, die das nicht so sehen, zum Beispiel Maurice, seine Schwester. Denn seine Schwester namens Dana sagt nach seinem Tod aus, dass sie einmal gesehen hat, wie er sich Fake-Blut ins Auge geschmiert hat oder sich die Kreuze selber zugefügt hat und dass er einfach ein super, super guter Schauspieler gewesen sei. Und auch sagte sie, dass er kein Latein rückwärts gesprochen hätte, sondern eine Mischung aus Latein und Französisch, damit es sich eben nur so anhört, als würde er Lateinisch rückwärts sprechen. Aber ich meine, ich weiß nicht, der Priester, der diesen Exorzismus gemacht hat, ist ja schon auch erfahren gewesen. Und ich weiß nicht, ob ein Priester vielleicht dann nicht den Unterschied gemerkt hätte zwischen rückwärts Lateinisch und eine Mischung aus Französisch und Lateinisch, weil ich meine,
Keine Ahnung, aber hört man doch, oder? Weiß ich nicht. Also wenn ihr mich fragt, ein ganz schwieriger Fall, weil ich einerseits eben Menschen nicht in Schutz nehmen möchte, die solche Dinge machen, die Maurice getan hat. Allerdings gibt es hier halt auch wieder mega viele Zeugen, so Polizei und keine Ahnung was. Ja, ich finde es super schwierig. Was meint ihr? War Maurice wirklich besessen oder war er einfach nur ein Verbrecher, der versucht hat, seine Taten damit zu entschuldigen vielleicht? Schwierig, schwierig. Aber das war, finde ich, auf jeden Fall mit Abstand der gruseligste Warren-Fall, den wir bisher hatten. Ja, mich hat's gut gegruselt, als ich da recherchiert habe. Auf jeden Fall ein erwähnenswerter Fall von den Warrens. Lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Ich bin sehr gespannt darauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, so wie immer. Und abonniert meinen Kanal, wenn das nicht schon passiert ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.